Hallöchen Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zum letzten Wundertausch in diesem Jahr. Keine Sorge, nicht der letzte Wundertausch überhaupt, sondern der letzte Wundertausch in diesem Jahr. Wir schreiben heute den, ihr seht, 27.12.2015. Und wie kann man ihn am besten abschließen? Und wie kann man ihn besser abschließen als mit einer verschnupften Nase? Und sich einfach scheiße anhören. Aber hey, es ist egal. Wir haben das Layout, ich habe das Layout, ein kleines bisschen angepasst. Sieht jetzt auch ein bisschen anders aus vom Eisdesign her. Ist jetzt nicht mehr so eine komische Schneeflocke, sondern halt der Orden von Norbert, der Eisorden. Und ich habe jetzt auch mal den Wundertausch-Hintergrund geändert. Also ihr seht's. Zum Abschluss des Jahres gibt's noch mal einige Veränderungen. Aber keine Sorge, sind keine gravierenden. Fällt euch gar nicht so auf. Zumindest jetzt nicht, wenn ich es jetzt nicht angesprochen hätte. Ist ja auch egal. Wir tauschen mit Tisch aus Washington. Tisch aus Washington. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ihr seht's schon, wir vertauschen heute Stephanie. Ein Botogill und wir kriegen ein Absol zurück. Ist nicht schlecht. Könnte schlimmer sein, aber ist nicht schlecht. So, aber neben Stephanie werden noch ganz andere Botogill vertauscht. Und das war wirklich, das war jetzt echt wirklich Zufall. Steve sind die männlichen, Stephanie sind die weiblichen Botogill. Und wie gesagt, es war Zufall, weil ich dachte mir, ich brauche irgendeinen coolen Namen für Botogill. Und dann kam mir direkt Steve in den Kopf. Und ich dachte mir, hey, wie soll ich denn die weiblichen nennen? Hab halt gegoogelt und hab halt dann Stephanie gefunden. Und ja, dann hab ich halt die so benannt. Und witzigerweise, Fun Fact für euch. Heute ist der 27. und Namenstag für jeweils beide Namen ist heute der 27. Ich meine, besser geht's ja nicht. Und wir kriegen ein Klavion. Hab ich mal ein... Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt 54 Wochen. Troll. Okay. Ich habe aber jetzt 54 Wochen den Wundertausch gemacht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist einer von Episode 1 an dabei. Und kann mir vielleicht sagen, so aus seinem Gedächtnis heraus, Captain Jack, ob ich schon mal ein Klavion bekommen habe. Ich meine, klar, ich habe jetzt Tic-Tacs, keine Ahnung wie oft bekommen. Aber das mit dem Klavion, das würde mich mal interessieren. Habe ich mal Klavion bekommen? Ich kann mich nicht erinnern, mal eins bekommen zu haben. Oder wie siehst du das? Adam aus England. Und wir kriegen ein Parfi zurück. Okay. Spritzy, ah. So. Und wir sind noch gerade mitten im Shiny Hunting. Heißt, ich habe mir schon vorher die Mühe gemacht und die Botogill halt in die Wundertauschbox reingemacht. Und was soll ich sagen? Hier stehen wir nun. Wir haben jetzt. Warte, wann habe ich mit dem Shiny Hunting angefangen? Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube am 11. Azuki Mai. Haben wir am 11. angefangen? Ich meine wohl. Ich meine schon. Doch. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche. Ein Flauschling. Aha.
Okay, das wird jetzt. Das ist jetzt ziemlich witzig, dass ich gerade die beiden gegensätzlichen Pokémon bekomme. Okay, cool. Nice. Und wir sind mitten im Shiny Hunting drin und ich bin erstaunt, wie vielen Leuten das dann doch gefällt. Also auf jeden Fall vielen Dank schon mal dafür. Ich weiß nicht, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich muss mich bedanken. Ich meine, klar, irgendwo sagt ihr dann, ey, musst du eigentlich gar nicht, weil wir haben dir zu danken, wegen den Videos und so. Aber jetzt mal kurz wieder, um von meinem hohen Ross runterzukommen. Ich muss mich einfach bedanken. Das letzte Jahr war heftig. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch mehr wird. Noch heftiger. Elektroball. Wow. Okay, das ist schon ein bisschen zu heftig. Ein Voltoball hätte es mir auch getan. Aber gut, okay. Voltoball hätte auch ausgereicht. Aber es war schon krass, wenn man mal bedenkt. Ich meine, ich gehe jetzt wieder aufs letzte Video ein. Wenn man mal bedenkt, dass ich mit diesem Format angefangen habe, mit dem Gedanken, ey, wenn sowieso niemand guckt, dann höre ich mit YouTube auf und plötzlich findet es riesengroßen Anklang. Ich bin der einzige Deutsche, der das schon so lange durchzieht, der es wirklich so lange macht. Und ich sag mal, wenn jetzt die nächsten Editionen rauskommen, ich bin ja immer noch der Meinung, es wird Z. Ne? Aber wenn die nächsten Editionen rauskommen, wird es dann ja auch nochmal die Wundertauschfunktion geben, nehme ich mal an. Da kriegen wir Voltoball. Was ist da los? Elektroball, Voltoball, Parfi, Flauschling. Was kriegen wir als nächstes? Parfiness und Sabayone? Krass. Krass, krass, krass. Auf jeden Fall. Wo war ich jetzt? Lass mal kurz überlegen. Ich war dabei zu sagen. Genau. Wenn es. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch die Wundertauschfunktion geben. Heißt, der Wundertausch wird weiter durchgezogen. Und je nachdem, wie das Projekt, wie dieses Format weiterhin Anklang findet, wäre es richtig geil. Hallo René aus Berlin. Wäre es richtig geil, daraus die längste Wundertausch-Serie auf YouTube zu machen. Dass man echt sagt, hey, der hat über Jahre, wirklich schon über Jahre dann, weil ein Jahr haben wir schon, vielleicht schaffen wir das nächste Jahr auch, und dann haben wir schon vier und ja sogar schon 25 Monate, 24, 25 Monate Wunder getauscht. Komisches Wort, aber ist halt so. Aber je nachdem, wie das Einklang findet, würde ich das echt gerne durchziehen, dass ich sage, hey, das ist der Einzige auf diesem Planeten, der das so lange so durchzieht. Ist halt so ein kleiner YouTube-Traum. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Februar gesagt habe, hey, also bei 500 Abos, hey, es wäre doch geil, 1000 Abos zu kriegen. Und jetzt stehe ich hier mit fast 5100. Und ich denke mir, yo, krass, wie sich das geändert hat. Ey, sag mal, was ist dein scheiß Problem? Warum schickst du mir ein Zickzacks, Rodolfo? Ey, hör auf damit! Du hast ein Botogel bekommen. Was schickst du mir? Ein Zickzacks. Ich habe ja bis gerade gedacht, als ich das Tropius bekommen habe, hey, das ist ein cooler Wundertausch.
Und plötzlich kommt wieder dieses Zickzacks und ich weiß nicht. Es macht alles kaputt. Und ich habe auch schon in ferner Zukunft auch so ein kleines Special geplant. Ich meine, klar, wir haben ja jetzt erst das eine Special fertig von wegen 50 Wundertosch, Hooper. Aber ich habe auch schon das nächste Special geplant. Oh, Nidorino. Also heute, mal abgesehen vom Zickzacks, heute bekomme ich echt interessante Pokémon. Ich bin nicht irgendwie so, dass ich sage, hey, das ist scheiße, sondern ich denke, hey, abgesehen vom Zickzacks, das ist echt interessant. Echt interessant. Freut euch da schon mal drauf. Da kommt ein weiteres Special, aber das dauert. Das wird noch lange dauern, bis das mal kommt. Zwischendrin gibt's bestimmt irgendwelche Live-Let's Plays, die ich mal machen werde. Oder weiter Wundertausch, Sakati TV, Agrita aus Ontario. Agrita aus Ontario, ich bitte dich. Schick mir bitte was Gutes. Wow. Ein Symbolara. Okay. Also, das wird ein komischer Wundertausch. Ich merk's schon. Abgesehen vom Zickzacks. Ja, wie gesagt, Live-Let's Plays und Shiny-Videos, die wird es wahrscheinlich auch noch weiter geben. Mein Ziel ist ja sowieso, so viele Shiny-Pokémon wie möglich zu kriegen. Da bin ich auch mal gespannt, wie lange ich das dann durchhalte, durchziehen kann. Ich sag's jetzt mal unter Vorbehalt. Es kann sein, dass sich die Streamzeiten ein bisschen nach hinten verschieben. Heißt, Samstag und Sonntag wird sich vielleicht ein bisschen verändern. Ach du Scheiße. Was ist passiert? Oh mein Gott. Verbindungsfehler. Hilfe. Hilfe. Warum? Ich mag keine Verbindungsfehler. Das hört sich für mich so an, als wäre das Spiel kaputt oder so. Okay, der Spielstand ist da. Wir gehen ins Internet. Und ich kann dann hoffentlich ein bisschen weiter erzählen. Auf jeden Fall. So, jetzt mal wieder ein bisschen, um zurückzukommen. Es wird einiges geben auf dem Channel. Ich meine, gut, klar. Wi-Fi Battles, ihr seht's. Wi-Fi Battles gibt's. Es gibt wahrscheinlich das ein oder andere Video von einem Live-Let's Play. Ich würde das wahrscheinlich aber auch so machen. Und da könnt ihr mich gerne für bescheuert erklären oder so. Aber es ist mir lieber, das dann in drei lange Videos aufzuteilen. Heißt, dass ich dann sage, hey, wir machen jetzt mal wirklich drei Streams lang ein Spiel. Das lade ich dann hoch in drei Parts oder so, was weiß ich. Und das war's. Warum wurde die Verbindung unterbrochen? Warum? Es gefällt mir nicht. Ich werde nervös. Stephanie, bitte.
wechsle die Trainer. Laura aus England. Jetzt habe ich, beziehungsweise jetzt haben wir, so lange gewartet, um was zu bekommen? Ein Zickzacks. Okay. Ich muss versuchen, mich unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, irgendwann, das wird aber wahrscheinlich der Moment sein, in dem ich einfach, was weiß ich, alleine in meiner Wohnung bin. Meine Nachbarn sind dann nicht da. Also alleine in meiner neuen Wohnung. Nicht, dass ich jetzt hier noch bei meinen Eltern bin, die hier schlafen. Sondern wirklich alleine in meiner neuen Wohnung bin. Und dann ein Zickzacks im Wundertausch bekomme. Ich meine, vielleicht werde ich ja bis dahin wirklich noch den Wundertausch machen. Ein Zickzacks bekomme. Wow, sorry. Und wir tauschen erstmal kurz mit Robbie aus Delaware. Und dann werde ich mal kurz weiter erzählen. Robbie aus Delaware. Wanna trade Wednesday Hype? Taubsi. Oh, komm schon. Okay, das passt eigentlich sogar relativ gut. Dann krieg ich ein Zickzacks und ich kann es mir schon bildlich vorstellen, dass ich sowas von ausrasten werde. Ihr wisst nicht. Also ich meine, ich mache das jetzt schon 54 Wochen. Jedes Video geht so circa 40 Minuten im Durchschnitt. In diesen 40 Minuten durchschnittlich. Lass mal kurz überlegen. Wie viele sind das? 54 mal 40 durchschnittlich. Das sind 2160 Minuten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es sind, ist es ja auch scheißegal. Ich krieg jetzt einfach noch eins. Ey, sag mal, geht's noch? Ich sag euch, ich raste irgendwann so aus, dass ihr denkt, wieso reagiert er jetzt so? Es ist doch nur ein Zickzack. Es ist nur ein Haufen Daten. Aber wenn ich mir die Mühe mache und das Layout bearbeite, mir das Pokémon ausdenke, mir Gedanken über das Moveset mache, Gedanken über die Frage der Woche mache. Wobei ich jetzt sagen muss, da habe ich jetzt euch gefragt. Und was kriege ich zurück? Ich kriege einfach was zurück, was man auf der ersten Route fangen kann. Wow! Ein Carpator. Ey. Aber sobald, das kann ich euch jetzt schon sagen, sobald Pokémon, das neue Pokémon-Hauptspiel, wir nennen es jetzt nicht Z, wir nennen es einfach das neue Pokémon-Hauptspiel, rauskommt und die Wundertauschfunktion auch wieder verfügbar ist, dann garantiere ich euch, wird es vielleicht in dieser ganzen Zeit, die wir jetzt aufnehmen, nicht mehr so viele Zickzacks geben, sondern wahrscheinlich wieder nur Skoppel oder Taubsi, was auch immer, oder Datiri. Dieser ganze Route 1 Kram, den kein Mensch braucht im Wundertausch. Abir aus Nordrhein-Westfalen, bitte, meine Hoffnungen liegen jetzt auf dir. Schick mir was Gutes. Ein Sonnfehl. Es ist jetzt nicht super stark, aber es ist originell.
Danke für dieses Sonnenfell, Solar Rock. Wahrscheinlich nicht mal ein eigenes, aber okay. Bin jetzt nicht traurig wegen Sonnenfell, sondern wegen drei Zickzacks, die ich, keine Ahnung, in welchen Abstand bekommen habe. Krass. Ich sag ja, irgendwann raste ich aus. Ich glaube, irgendwas mache ich dann kaputt oder so. Das sind einfach diese Aggressionen, die ich im Moment noch nicht rauslassen kann, aber dann rauslassen werde, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Nein, ich denke mal, so schlimm wird es hoffentlich nicht. Fabi aus der Schweiz. Okay, Fabi aus der Schweiz. Zeig mir, was die Schweizer vertauschen. Es ist noch nicht mein eigenes. Och, jetzt komm schon. Really? Ja. Solar Rock ist Französisch, Flomel Japanisch. Geil. So, ich musste euch jetzt gerade mal kurz stumm schalten, weil ich will jetzt nicht, dass ihr hört, wie ich jetzt die Nase putze. Demeter aus Illinois. Demeter aus Illinois. Was hast du für mich? Ein Linfu. Nice. Mienfu. Mienfu. Süß. Und das Fürchterliche jetzt an der Sache ist, wir sind gerade bei circa 60%. Ja doch, wir sind bei 60% des Wundertauschs angekommen. Und wir haben jetzt schon drei Zickzacks. Drei. Ich habe so die leise Vermutung, dass da noch zwei dazukommen könnten. Ich hoffe es nicht. Shiny Crobat for Trade. Quantum aus Georgia. Komm schon, Quantum aus Georgia. Ein Krebscore. Okay. Versandte Corefish. Corefish. Kornfisch. So, Steve, du suchst jetzt einen neuen Trainer. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Frage der Woche ein, nämlich die habe ich mir jetzt auf Twitter aufgegabelt. Dafür schon mal danke an Let's Play Maria für diese Frage. Denn was ist eurer Meinung nach die anspruchsvollste Pokémon-Liga aller 6 Generationen? Und da habe ich, als ich die Frage gelesen habe, habe ich echt überlegen müssen. Es gibt einige, wo ich sage, ey, die sind echt super anspruchsvoll. Wobei ich zwei sogar ausgrenzen kann. Persönlich. Ne? Wir haben 6 Generationen. Die für mich schwächste Pokémon-Liga ist mit Abstand. Ist, wie gesagt, ein persönliches Ding.
die sechste Generation. Ich habe in der sechsten Generation, also wenn ich sechste Generation meine, rede ich von XY. Die sechste Generation ist einfach scheiße. Es tut mir leid, wenn ich das sage. Aber Top 4 Mitglieder, die nicht 5 Pokémon haben, sondern 4. Nee. Also für mich muss ein Top 4 Mitglied einer der stärksten Trainer der gesamten Region. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Kronos, aber für mich müssen Trainer, die zu den stärksten gehören, ich meine, das ist generell das, was mich so ein bisschen gestört hat an dieser ganzen Geschichte von X und Y. Dass auch, dass sowohl Arenaleiter als auch Top 4 Mitglieder nicht ein volles Team haben. Zum Beispiel erwarte ich auch von einem 8. Arenaleiter, dass er mindestens 5 Pokémon hat, wenn nicht sogar 6. Er ist nicht umsonst 8. Arenaleiter. Und mit was kommt Galanto? Mit einem Frigobitri, mit einem Rexblizzer und mit einem Arctillas. Das war's. Du schickst ein Feuer-Pokémon rein. Das ganze Ding ist gelaufen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass Eis jetzt nicht gerade zu den besten Typen gehört, aber ne, man könnte zumindest ein Walreiser einbauen mit Speckschicht, um irgendwie Feuer-Pokémon ein wenig zu schwächen. Und wo wir gerade von Feuer-Pokémon reden. Aber mal kurz, um die Top, auf die Top 4 nochmal zurückzukommen. Für mich ist es die schwächste Top 4, die es überhaupt in den ganzen 6 Generationen gab. Nee, also anspruchsvoll nenne ich das nicht. Es tut mir leid, aber für mich nicht. Und welche ich dann auch ausgrenzen muss, sage ich schon fast, ist aus der zweiten Generation die Top 4, weil sie einfach keine Rematches hat. Die haben das in Heart Gold und Soul Silver zum Glück geändert. Aber die zweite Generation, schon der dritte, mit dem irgendwas mit Auslauf drin hat. Alter, jetzt geht's aber los. Ah! Zickzacks. Oh mein Gott. Junge. Hey. Irgendwann. Ich weiß es nicht. Egal. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf die Top 4 ein. Mann. Jedes Mal kommt dieser kleine, räudige. Egal. Keine Ahnung, wie ich dich nennen soll. Die Top 4 der zweiten Generation gehört für mich auch die Schwächsten, zu den Schwächsten, weil sie halt keine Rematches hat. Und damit haben wir 4 4 Pokémon liegen, die recht anspruchsvoll sind. Ja. Die persönlich für mich anspruchsvollste Pokémon-Liga ist für mich die Pokémon-Liga aus der Höhenregion. Das ist jetzt nicht, weil ich Omega Rubin und Alpha Saphir spiele, sondern es ist einfach die Top 4 aus der dritten Generation, nicht aus Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich finde persönlich. Oh wow, Verbindung ist wieder unterbrochen worden. Dass die dritte Generation, ich habe das
gestern auch schon getwittert, alleine schon die Arena-Kämpfe. Ne, ich erinnere mich nur an Wiebke und ihren Drachentanz, Erdbeben, Feuerodem, Aeroas Altaria, das ganze Teams auseinandernehmen kann. Mit einem Schlag. Und in Oras haben sie einfach so schwach gemacht. Und das ist auch bei der Top 4 so. Ich persönlich finde ja, die Top 4 ist im Gegensatz zu der dritten Generation viel einfacher geworden, was vielleicht auch an dem neuen Movepool, dem neuen Typen Fee liegt, kann sein. Aber die aus der dritten Generation, das ist echt eine Top 4, wo ich denke, oh mein Gott. Ey, da muss man echt mega Respekt vorhaben. Das sage ich euch, ey. Das ist für mich die anspruchsvollste. Danach kommt für mich die Liga aus der fünften Generation. Wobei ich sagen muss, ich habe die Liga der fünften Generation. Da sind zwar auch nur 4 Pokémon im ersten Durchlauf, aber die haben es dann besser gemacht, weil es da Rematches gibt. Das haben die in der sechsten Generation nicht gemacht. Daher ist die fünfte Generation sogar besser. Was auch an der guten Musik liegt. Wie gesagt, ist halt so ein persönliches Ding. Ich muss wohl dazu sagen, ich bin bisher nie dazu gekommen, die Rematches in der fünften Generation zu machen. Weil ich dann nie weitergespielt habe, aus welchen Gründen auch immer. Aber ist halt so. Dann kommt für mich sogar schon die erste Generation. Die ist gut. Das sind starke Gegner. Und das ist eine solide Liga. Hat auch ihre Schwächen. Ich sag nur Bruno. Du kannst da mit Wasser-Pokémon reingehen. Du kannst mit Psycho-Pokémon reingehen. Starmie ist eigentlich eins der besten Pokémon, die man gegen Bruno benutzen kann. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt, es ist eine solide Liga, aber jetzt auch nicht die beste. Und für mich persönlich, die ist zwar auch, okay, wir haben 5 Zickzacks bekommen. 5! Wir kriegen zum Abschluss des Wundertausch-Sonntags im Jahr 2015 einen Überschuss an Scheiße. Es tut mir leid, Zickzacks, ich werde deine Gefühle verletzen, aber es ist wahr. Ich krieg nur Bullshit. Ey. Okay, es hat immerhin Pokeros. Also Leute, für alle, die Pokos haben wollen, es geht auch über Wundertausch. Trotzdem ist es einfach scheiße. 5 Zickzacks. Wir haben immer noch 5 Pokémon zu vertauschen. Oh mein Gott, ey. Krass. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt wieder so ein bisschen reinfinde. Denn die Liga, die ich eigentlich gar nicht wirklich bewerten kann, auch wenn ich habe sie auch nur einmal wirklich durchgespielt. Theoretisch sogar zweimal. Eigentlich praktisch zweimal, so. Aber welche ich absolut überhaupt nicht bewerten kann, oh Gott, sorry, ist die Top 4 aus der vierten Generation. Ich kann sie nicht bewerten. Ich habe ein einziges Mal Perl durchgespielt.
Und das war's. Ich habe auch mal ein... Warte, sorry. Ich habe auch einmal ein Bloody Platin Let's Play gemacht. Auch komplett durchgespielt. Aber... Ich weiß nicht. Also... Das kann ich ja nicht wirklich dazu zählen, weil es ja eigentlich nicht die richtige Liga ist, sondern ja modifiziert. Also habe ich praktisch nur einmal die Liga der Sinnoh-Region gemacht. Und das will ich unbedingt nachholen, mit euch dann. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich will ja mit euch auch noch die fünfte Generation mal richtig nachholen, wo ich dann alles mal durchgehe und alles erkunde. Will ich dann auch so mal mit Platin machen. Platin habe ich nicht einmal angerührt, glaube ich. Oder mal ganz kurz nur. Aber ja, ich habe die vierte Generation wirklich nur ein einziges Mal komplett gespielt. Privat. Kann man vielleicht mal nachholen. Also für mich, wenn ich das jetzt irgendwie aufzählen müsste, ist für mich ganz klar oben die Liga der dritten Generation, dann also Höhenregion, dritte Generation, dann dahinter kommt die fünfte Generation, die Liga der ersten Generation, dann kommt die Liga der zweiten Generation, die ist nicht so gut. Gerade auch, weil das stärkste Pokémon Level 50 ist. Und man nach der Liga ja auch noch weitermacht in Kanto und Rot besiegt. Und da erwartet man eigentlich, dass man, wenn man die Top 4 nochmal herausfordert, sie stärker sind. Aber sie sind sie nicht. Außer in Heart Gold und Soul Silver. Aber darum geht's nicht. Und ganz hinten liegt die sechste Generation. Für mich eindeutig. Was ich halt nicht bewerten kann, ist Sinnoh. Weil ich es wirklich nur einmal gemacht habe und ja, ich es halt somit nicht bewerten kann. Nicht wirklich so, dass ich sage, hey, das ist anspruchsvoll. Ich hasse es. Ich hasse es einfach, nicht hundertprozentig gesund zu sein. Ach so, wir finden mal wieder kein Pokémon. Beziehungsweise nein, wir finden keinen Tauschpartner. Ich hätte nichts dagegen, einen Tauschpartner zu finden. So ist es jetzt nicht. Yuki aus Oregon. I like turtles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Yuki mir ein sechstes Zickzack schickt und somit den Rekord bricht. Nein, ein Ineko. Gut, ein Normal-Pokémon. Okay. Nochmal Glück gehabt, Yuki. Nochmal Glück gehabt. Und nun vertauschen wir das letzte Pokémon im Wundertausch 2015. Nämlich, ja, wir haben mit Stephanie angefangen und wir hören mit Stephanie auch auf. Okay. Kate. Kate aus Alabama. Ich bin mal gespannt, was er mir schickt. Kate aus
Alabama, kümmere dich gut um Stephanie. Ich krieg Pfiffchen. Das ist Pfiffchen, das letzte Pokémon für dieses Jahr. Und was soll ich sagen, Leute? Das war's. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin nicht gut im Verabschieden. So viel schon mal dazu. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmals für den ganzen Support, den ihr mir jetzt in diesem Jahr gebracht habt, gerade auch durch den Wundertausch, möchte ich mich nochmal bedanken und würde mich freuen, wenn ihr dann auch in dem letzten Stream dieses Jahres dann reinschaut. Klar, es wird auch weitere Videos geben, natürlich, aber ne, das ist halt der letzte Stream von dieses Jahr, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr, es klingt jetzt ein bisschen scheiße, obwohl eigentlich erst der 27. ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es geht im nächsten Jahr noch weiter. Mit eurem Support, mit den ganzen Zuschauern, die noch dazukommen. Ich hoffe es einfach und ich hoffe, dass wir weiter wachsen. Ich denke, das war's. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Für die, die mitgemacht haben. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Für die, die auch noch zugeschaut haben. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und ciao.